So viel schon verraten. Was hier drin ist, ist echt was Feines. Memtec Type-C Portable Display. Die Rückseite hat mehr Infos und auch in Deutsch und anderen Sprachen. Ein tragbarer 15,6 Zoll Monitor, 16:9, Full HD, IPS. Reinschauen. Im Deckel versteckt sich eine Displayschutzfolie. Hätte ich fast übersehen. Eine kleine Werbekarte. Ein USB Type-A auf USB-C Kabel. Type-C steht also für USB-C. Aha. Und ein entsprechendes Steckernetzteil, das ganz schön viel Power hat. Zum Display selber später. Ein HDMI auf Mini-HDMI Kabel. Und USB-C auf USB-C. Ein dickes Heftchen in verschiedenen Sprachen. In gutem Deutsch. Und ein Reinigungstuch für die Montage der Folie. Auf zum Herzstück. Die Hülle hat eine gummiartige Softtouch-Oberfläche. Gut rutschhemmend. Sie verschließt vorne und hinten magnetisch und lässt sich selber als Ständer verwenden, wie man es vom iPad her kennt. An der Geräteseite sind Taster und Buchsen und 2x1 Watt Lautsprecher. Der USB-C auf dieser Seite ist nur zur Spannungsversorgung. Auf der anderen Seite ist neben dem HDMI-Eingang noch ein vollwertiger USB-C-Anschluss, der als Video- und Stromeingang dienen kann. Verrutschfestes Hinstellen geht so. Das ist auch Zugfahren geeignet. Die Oberfläche ist aber auch aufgrund der Gummierung sehr schmutzanfällig. Meine erste Videoquelle ist dieser Minix-Computer, der unter anderem einen HDMI-Ausgang hat. Das mitgelieferte Kabel rein und das Display mit Strom versorgt über USB-Kabel und den Steckdosenadapter. Umgehend wird ein Bild dargestellt. Und man muss nichts einstellen oder einrichten. Der Monitor wird von Windows voll erkannt. Und mit einem 1920x1080 Pixel großen Bild versorgt. Ein entsprechendes Testbild zeigt jede Menge Details und keine Probleme von schwarz zu weiß. Die Farben sind sauber, wenn auch nicht speziell kalibriert, für High-End-Bildbearbeitung, für den späteren Hochglanzdruck. Für meine Familienfotos reicht es mir. Mehr macht mein Laptop-Monitor auch nicht. Auch der Raspberry Pi arbeitet ohne Probleme über HDMI mit dem Monitor zusammen. Hier auch ein Beispiel des Tons. Die eingebauten Lautsprecher sind ausreichend für Ton und sicherlich für viele YouTube-Filme. Aber nichts für Kinoatmosphäre. Ach ja. Über den seitlichen Hoch-Runter- und Bestätigungstaster kommt man auch in ein Menü, wo man ein paar Kleinigkeiten einstellen kann. Helligkeit, Farbtemperatur und so monitortypische Settings. Okay, nun die USB-C-Disziplin. Alles über ein einziges Kabel zwischen Laptop und Monitor. Hier ein HP EliteBook. Dafür ist es wichtig, den USB-Port auf der Seite des HDMI-Ports zu nutzen. Ganz kurz gewartet und schon ist der Windows-Screen gespiegelt zu sehen. Wie gesagt, der externe Monitor bekommt seine Stromversorgung nun auch über das USB-Kabel vom Laptop. Über das gleiche Kabel geht das Video- und Audiosignal. Das ist wirklich einfach. Und ich muss auch sagen, dass ich zwischen den beiden Displays vom HP und Memtec keinen Unterschied sehen kann. Der Memtec-Screen ist übrigens auch matt und nicht so hochglanz. In Windows lässt sich natürlich auch einstellen, dass die Arbeitsfläche erweitert werden soll, anstelle gespiegelt. So kann man zum Beispiel beidseitig arbeiten und Daten vergleichen oder YouTube schauen und nebenbei arbeiten oder bei einer Präsentation dort seinem Gegenüber die Folien zeigen oder. Das Gewicht von nur einem Dreiviertel Kilo ist gerade mal doppelt so schwer wie ein Handy.
Hier im Video habe ich ein starkes Oberlicht an und selbst da kommen kräftige Farben rüber. Ein echt spitzenmäßiger mobiler zweiter Bildschirm.